So, heute wollen wir mal den Ableger kontrollieren. Als erstes brauchen wir mal für ein bisschen Platz, damit ich die Bienchen nicht rolle wie beim letzten Mal. Ja. Hier sind alles leere Mittelwände. Da können die später noch alles ausbauen, wenn das Volk stark genug wird. Platz dürfte jetzt reichen, sie nicht mehr zu rollen. Das ist das sogenannte Drohnenrähmchen. Hier können die Bienen komplett frei bauen. Und wie man sieht, ist hier oben schon alles ausgebaut. Stifte kann ich keine finden. Doch, Stifte sind vorhanden. Das heißt, mein Ableger hat eine eigene Königin gezogen. Das ist schon mal gut. Wenn wir Glück haben, finden wir noch eine Königin heute. Dort sind Maden vorhanden. Pollen. Honigkranz ist vorhanden. Und schon ein ordentliches Brutnest zu erkennen. Und auch hier ist alles voller Stifte. Stifte sind halt die Eier der Königin. Oben gut zu sehen der Futterkranz. Hier auch wieder der Futterkranz ist vorhanden, Pollen ist eingelagert. Die beiden äußeren Rähmchen, die ich jetzt kontrolliere, das waren die Futterwaben, die ich denen ganz zu Anfang gegeben habe. Auch hier ist alles in Ordnung. Futter ist noch vorhanden. Und die Bienen tragen auch schon selber wieder Nektar ein, sodass ein Kreislauf gewährleistet ist. Hier kann man auch sehen, hier ist etwas mehr Futter vorhanden. Also verhungern wird dieser Ableger nicht. Später, wenn das Volk stark genug ist, werde ich die dunklen Waben entfernen und gegen frische neue Mittelwände, die sie dann ausbauen können, ersetzen. Alle 2-3 Jahre sollte man schon seine Waben ersetzen, weil sie einfach zu dunkel und unansehnlich werden. Da ich die Königin jetzt nicht suchen möchte, ich habe ja die Stifte gefunden, weiß ich, dass in diesem Volk eine Königin sein muss. Das
zum Wildbau entfernen. Das war es auch schon wieder mit der Ablegerkontrolle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, lasst mir ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.